Willkommen zurück bei euren Amüsiertabletten. Crunchkau hier wieder mit euch zusammen am Start. Es wird schön. Denke ich mal mir zumindest. Wir sind auf einem guten Weg. Heute machen wir mal das hier und laden das und werden das mal hier durchführen. Mal gucken, was passiert. Muslia ist ja doch auf einem guten Weg. Ja, pushen, pushen, pushen. Jawohl, ja. Da steckt noch Potenzial drin. Unser Büro sagt, dass wir, dass er Deutschland abgegrast hat, ist nett von ihm. Wir sind aktuell auf einem guten Weg. Wir haben mit Sportfreunde Lotte den aktuellen Tabellenreiter dabei. Möglichen Nationaltrainerpass. Ich bin erleichtert. Alles klar. Gerüchten ist nichts dran. Er hatte irgendwie Angst, warum auch immer. Bei den Sportfreunden Lotte werden wir mal Folgendes machen. Wir werden das so formieren, und zwar ein bisschen defensiver ausgerichtet. Fink, Zawada setzen. Bader kommt jetzt erstmal nicht rein. Führenbach, Michel, Andrich, Musli, Aydogan. Das passt in meinen Augen ganz gut. Wir werden halt Schleusener noch reinbringen, eventuell dann eben entsprechend für Lorenz, denn der hat derzeit wirklich gute Ambitionen und Melem wird gegen Bülow ersetzt. Mal ein bisschen grunddefensiver ausgerichtet, was jetzt nicht zwingend heißen soll, dass wir nicht offensiv auch agieren wollen, sondern schlicht und einfach, um so ein bisschen Ruhe reinzubringen gegen den Spitzenreiter, weil die Spiele sind halt dann auch gegen die Spitzenreiter extrem wichtig. Wir müssen nämlich zusehen, dass wir solche Spiele dann gewinnen, um hier Punkte zu holen, aber ich sag's so, wie es ist. Alter, leck das mal. Ich sag's halt, wie es ist. Wir können nicht alle Spiele gewinnen. Also natürlich habe ich den Drang dazu, jedes Spiel zu gewinnen. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass dem so ist. So, reicht. Bumm, da hat der Tor gewackelt. Los geht's, ab geht's, rein ins Spiel hier in unserem Wildparkstadion. Karlsruhe SC gegen die Sportfreunde Lotte. Oder kurz SFL. Das ist, denke ich mal, auch ein schönes Spiel. Es wird, denke ich mal, sehr intensiv werden, wenn wir nämlich hier um die oberen Positionen kämpfen wollen. Man sieht es hier, die SVW in Wiesbaden hat schon wieder gewonnen. Wir könnten durch einen Sieg zumindest mindestens bis an die zweite, oder höchstens auf die zweite Stelle kommen. Und könnten dann die Verfolgung auf Wien Wiesbaden aufnehmen. Sportfreunde Lotte bilden aber auch das beste Team in der Abwehr mit gerade mal 3 Gegentoren. Das ist echt nicht viel. Das muss man mal einfach so sagen. Und danach kommen erst wir mit 5 Gegentoren. Ich bin mal gespannt, ob da der Torwart von Sportfreunde Lotte dann auch seinen Teil zu beiträgt. So. KSC in Weiß gegen Sportfreunde Lotte hier in den blauen Trikots. Und die Sportfreunde Lotte haben Anstoß. Wie immer unser Hauptschiri hier, Schwurbel, pfeift die Partie. Und ich würde sagen, auf, los geht's. So, mal ein bisschen bequemer hingesetzt gleich noch. Pius 6 spielt inzwischen, auch ein alter Münsteraner, bei den Sportfreunden Lotte. Ah, wir müssen früher drauf. So, Gordon jetzt hier auf Camoglu. Hofmann raus auf Föhrenbach. Michel läuft schon, das wird aber trotzdem nicht durchgeführt. Hofmann wieder hier als Verteiler unterwegs. So, jetzt ist der Ball da. Muslia. Boah, er hatte eine ganz komische, krumme Flugbahn hier, sodass entsprechend der Ball ganz, ganz komisch sich noch gesenkt hat. Der wäre wahrscheinlich aber auch auf die Latte aufgesetzt. Fernandes hier mit der Parade. Kurze Ecke ausgeführt durch den KSC. Camoglu reingebracht und nope, nichts passiert. Das, was da gerade los war, war so ein klassisches Ping-Pong im Strafraum. Fink drin!
erstes Tor für den KSC hier im Wildparkstadion. Fink angespielt, Drehung um den Mann, abgeschlossen, Tor. In den 16er noch eingedrungen. Gar nicht so unhaltbar eigentlich, aber mit sehr großer Wucht geschossen. Und Fink macht es. Wir holen uns mal gerade die Statistik rein. Fünftes Tor in der dritten Liga. Nicht schlecht. Kann sich sehen lassen. Fink auf jeden Fall jetzt ein großer Teil dazu beigetragen, hier erfolgreich zu sein. Aber es sind noch ein paar Minuten zu spielen. Es ist halt noch sehr früh. Gerade mal die 13. Spielminute. Da kann noch eine ganze Menge passieren. Da wollen wir mal nicht zu übereilig werden. Ob da jetzt wirklich... Direkter Gegentreffer. Abseits. Abseits. Die Abseitsfalle hat zugeschlagen. Da gucken wir aber nochmal hin. Aber ansonsten war das auch sehr, sehr schwach verteidigt. Hier. Hauchzart. Glück gehabt für den KSC. Kein Ausgleich. Lotte jetzt auf der rechten Seite unterwegs. Macht sich da ein bisschen den Ball hin und her. Hier und da hast du nicht gesehen. Und jetzt Michel. Immer noch Michel. Aus Putze. Hat den Ball sich da geholt. Ist da wahrscheinlich ein bisschen hin und her gedockelt an dem Bein von Michel. Weil das sah eigentlich eher danach aus, als würde das nicht so sein. Piosek. Vorbei. Ja, auf sowas muss man aufpassen. Wenn Piosek da die Möglichkeit hat, relativ weit zu gehen und auch in den Strafraum zu ziehen, dann wird er das auch durchaus nutzen. Oh. Schlechter Zweikampf im Kopfball. Hier Wegner. Auf die rechte Seite wieder. Föhrenbach. Faul. War spät gepfiffen. Da wird sich nochmal gegenseitig begrüßt an der Seite. Und somit Freistoß für Lotte. Raus und drüber. Putze. Aber trotzdem eine Möglichkeit. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir bei Standards nicht zu selbstherrlich werden. So, auch hier wieder. Wobei Michel sich den Ball erobert hat. Jetzt könnte es mal gehen, dass wir hier mal ein bisschen Laufweg machen. Muslia. Und Fink. Fernandes. Gut abgewehrt. Von Fernandes hier in der 35. Spielminute. Ecke kurz ausgeführt. Muslia. Und Aydogan. Tor. Ja, auf dem Schotter entlang zu rutschen ist vielleicht nicht die klügste Idee, aber man kann sich feiern lassen. Hier gucken wir nochmal. Eckball. Muslia bringt den Ball rein auf Aydogan und der köpft. Und dann wird das auch noch abgelenkt. Ah, unglücklich. Der wäre wahrscheinlich gar nicht reingegangen. Aber da stand dann, ich weiß nicht, wer es war. Ganz, ganz unglücklich. Aber Aydogan wird der Treffer anerkannt. Damit 2-0 gegen Lotte. Raus auf Çamoğlu. Aydogan steht in der Mitte wieder rum. Der Abschluss von Aydogan ein bisschen, naja, optimistisch. Haben wir aus der Entfernung versucht, frei gewesen. Aber das ist jetzt nichts, was gefährlich wirken würde. Ah, da kommt man zu spät an den Ball. Day von Lotte, auch einer der Kandidaten, die bei uns im Fokus standen. Ah, der Ball nicht so gut durchgesetzt. Pissot, vorbei. Ah, das hätte er noch weiterlaufen lassen können. Aber machen wir uns nichts draus. Wir führen 2-0. Komfortable Führung, denn für eine Niederlage müssen die Sportfreunde Lotte nur mal ein bisschen aufdrehen. KSC damit
derzeit gut unterwegs. Und das haben sie nicht zuletzt auch einen guten Stürmer zu verdanken. Fink, der wirklich in letzter Zeit extrem gut spielt und auch gute Tore schießt, viele Tore schießt. Aydogan, der immer von hinten herankommt und dann plötzlich da ist und dann hat man den Salat. Dann fällt das Tor eben auch. So, Tiki-Taka, Tiki-Taka. Führenbach, Andrich, Hofmann. Jetzt gibt es hier für jeden Pass schon die Jubelschreie. Michel. Ah, und jetzt hat es uns dann doch mal erwischt. Pissot etwas unglücklich. Ja, das war auch unglücklich. Upov. Ja, war zwar unglücklich gerade, aber auch nicht unhaltbar. So, Föhrenbach. Michel rausgespielt auf Aydogan. Und der kann jetzt laufen. Der hat Platz. Fink! Drin! Was für eine Spielart derzeit vom KSC. Unfassbar. Damit markiert Fink sein 6. Tor, klasse Hereingabe. Und dann braucht er den Kopf hinhalten. Und jetzt sind es dann aber auch schon ein paar mehr Gegentore, die hier kassiert wurden von Sportfreunde Lotte. Damit sind wir aktuell wieder die Besten ohne Gegentore. Also mit den Gegentoren, so rum. Der KSC jetzt mit 5 Gegentoren und hier entsprechend Sportfreunde Lotte, wenn ich mich nicht verzählt habe, mit 6 Gegentoren. Also auch hier gut gespielt. Ja, und Lindner jetzt unterwegs. Der Ball, oh, Piosek. Ball hätte schon wieder ganz anders ausgesehen. War knapp. Abschlag. Wieder auf Hofmann, rüber zu Andrich. Andrich jetzt auf der anderen Seite unterwegs. Aydogan. Fink, naja. War ein bisschen in Rückenlage gekommen. So, der Ball rausgespielt. Muslia kommt da nicht mehr dran. Aber Hofmann, Andrich. Weiter Ball. Sehr weiter Ball auf Michel. Der hingegen kommt an. Aydogan Fernandes. Angenommen. Und los ging es. So, Muslia wird geschont. Vanicek kommt rein. Das ist zumindest die Wechselvariante hier für den KSC. Und Muslia hat eine gute Partie gemacht. Kann man nicht anders sagen. Der junge Spieler steht hier im Fokus. Die Vorlage kam gut rein auf Fink. Das passt schon. Oh. Michel den Ball nochmal gespielt zu Vanicek, der jetzt ja neu reingekommen ist. Fink, abseits. So, hier sehen wir es nochmal. War recht eindeutig hier für den Linienrichter, da der auch schon extrem gut stand, um das zu sehen. Von daher brauchen wir uns darüber nicht unterhalten. Wieso, Andrich? Ja, spielen wir mal nach hinten. Gordon. Raus auf Çamoğlu. Vanicek. Çamoğlu. Ja, alles ein bisschen eng gespielt, aber jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Föhrenbach. Und Fink! Ja, gibt's denn sowas? Gibt es denn sowas? Fink macht das 3. Tor. Hattrick von Fink.
Meine Güte. Und der war wirklich knapp. Der war hier wirklich knapp so ein bisschen reingechippt. Und dann prallt er, glaube ich, sogar noch leicht vom Innenpfosten rein. Das ist die Fink-Show. Unfassbar. Fink, Anton Fink, 78. Spielminute. Sein 7. Tor hier in der 3. Liga. Das ist ein guter Tag für ihn. Das ist ein wirklich, wirklich guter Tag. Da kann er echt froh sein über diesen Tag. Zack, hat er noch einen Spieler gelegt. Andrich, gut reingegangen. Wanicek. Andrich. Den Ball rausgespielt. So, den Ball wieder raus. Michel. Oh, lalala. Das wäre es ja noch gewesen, wenn da nochmal ein Ball zustande gekommen wäre. Ja, da wurde ein bisschen sehr hart gerangelt. So, Michel Schleusener kommt nochmal rein. Der kriegt ja auch nochmal seine Möglichkeiten. Michel wird nochmal ein bisschen geschont. Kommen ja noch andere Spiele. So, und Pissot macht hier das relativ klar. Wanicek. So, raus auf Föhrenbach. So, relativ gute Pässe führen hier auch zu einem Ergebnis. So, der Ball inzwischen wieder drin. Fink! Unfassbar, abseits! Oha. Oha. Wie ärgerlich wäre das wohl geworden. Nutzen wir das. KSC nochmal mit einem Wechsel. Kai Bülow rein für Robert Andrich. Und die freuen sich so richtig über die Leistung da. Nochmal 90. Spielminute eben nochmal ein bisschen was Frisches reinbringen. Nochmal ein bisschen Raseneinsatz geben. Unfassbar. Dieses Spiel. So, raus auf Schleusener. Schleusener. Hofmann. Gibt den Ball zu Wanicek. Der nochmal zu Aydogan. Çamoğlu. Und oh! Damit eine Direktabnahme. 4-0! 4-0 gegen den Spitzenreiter, den ehemaligen Spitzenreiter. Da wussten wir ja noch nicht, dass der SVW in Wiesbaden ist. Und Anton Fink nimmt hier den Ball mit. Völlig zu Recht. 6 Schüsse, 3 Tore. Was für eine Spielleistung hier von ihm. Hat er sich den Ball redlich verdient mit seinem Hattrick. Und Sportfreunde Lotte kann es noch nicht fassen, was hier passiert ist. 4-0. Das ist mal ein Ergebnis. Das muss man erstmal verdauen. Da muss der Trainer sehr, sehr viel Aufbauarbeit leisten. Sehr, sehr viel Aufbauarbeit. Aber fast wäre es ja sogar noch ein 5-0 gewesen. Fast nur das 4. Tor von Fink. Das hätte den Ganzen hier noch die Kappe aufgesetzt. Vielen Dank fürs Einschalten. Damit war es das hier. KSC gegen Sportfreunde Lotte. Ein richtig geiles Spiel. Anton Fink 10-0. Das spricht für sich. Und die anderen Spieltage sind ja auch mehr oder minder um. Wir haben uns vorgekämpft auf den 2. Tabellenplatz. Und als nächstes, quasi englische Woche, wartet auch schon die SG Sonnenhof Groß Asbach. Hui, das wird auch nochmal interessant, wenn man jetzt so ein bisschen die Rotationskurbel anschrauben muss. Da bin ich mal gespannt. Fink mit seinen 7 Toren übrigens aktuell nur 2. Platz, wobei Katsio auch 7 Tore hat. Das ist schon mal eine richtig krasse Leistung. Da bin ich echt stolz drauf. Und 4-0, wirklich ein gutes Ergebnis. Ich muss mal gucken, ob ich aus Versehen den Schwierigkeitsgrad umgestellt habe. Ich glaube aber nicht. Ich müsste immer noch auf Legende stehen. Egal, ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr fandet das genauso geil wie ich. Und wir sehen uns dann nach dem Wochenende wieder. Ich wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Lasst den Daumen oben da. Empfehlt uns gerne weiter an eure Freunde und Bekannte und so weiter, die gerne auch FIFA gucken wollen. Da freuen wir uns auch drüber. Über ein bisschen Werbung. Und ich sage dann schönes Wochenende. Bis Montag. Euer Crunch Goes raus hier. Ciao.